70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche Okay. Morgen. Morgen. Heute machen wir den wundervollen Motor von meiner 100er Aerox. Da kommt ein richtig fetter 70er Street Race rein mit neuer Welle, neue Lager und alles pipapo. Das machen wir heute in diesem Video. Yalla. Moin, ich bin auch wieder dabei, weil diese Lampe von diesem scheiß Gerät. Ja, ich mach das hier wieder heißen Scheiß mit dieser komischen Lötlampe, oder? Ja. Hast du die Lager schon hier? Ne, sind im Gefrierfach. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Guck mal hier, also wenn das nicht nach einem Paket aussieht, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja, Suni R, den müssen wir noch entdrosseln. Dann kommt da ein 70er Street Race rein. Hier, das habe ich noch im Keller gefunden. Eine Dodge Control und eine Dekupplung. Sklocke. Dann kommt hier so eine schöne Carbonmembran von einem Malossi und dann hier noch so eine schöne High-End-Kickstarter, wo man sich richtig die Füße kaputt haut. Ja. Ne? Und was wir auch machen, wir machen den E-Starter wieder rein. Da habe ich alles neu gekauft. Von Motorforce. Schön von Motorforce. Motorforce. Sehr schön. Bin ich gespannt. Riebe ist ja noch drinnen. Der Zylinder war leider nicht im Paket, obwohl ich ihn bestellt habe. Wir müssen mal gucken, dass wir da was Schönes noch finden. Entweder halt neu bestellen oder falls einer von euch noch einen hat, dann nehme ich den. So, das heißt, wir machen jetzt alles fertig, außer halt Zylinder, das geht ja schnell und dann ballern wir den rein. Dann machen wir die erste Fahrt und dann gehen wir am 2.12. mit Harry und eventuell auch Bennett, ich denke, der ist auch am Start. Ja, der muss mit, der doof. Ja, werden wir die Aerox und seine TPH mitnehmen zu Nibi auf den Prüfstand und dann werden wir schauen, was geht. Na, wollen wir mal gucken, was aufhört. Wir haben einige Experimente vor. Ja. Ein bisschen Porting hier, Porting da. Ja. Hier die Aerox, die bleibt einfach nur gesteckt. Die soll halten und vernünftig laufen und fertig. Und die TPH auch. Also wir haben ja gestern schon ein bisschen telefoniert. Da sagte er damit SMO 6 so 18 PS am Rad. Das reicht ja für den Alltag, oder? Ja, sehe ich auch so. Fahren dann auf der Rennstrecke, dann mit Fett Harry Brötchen holen. Schöne frische Knacker. Ja, okay, ich gehe mal die Lager holen. Ja, ne? Geh mal holen. So, hier, Harry, da ist das Lagerchen. Soll ich schon wieder machen? Ja, sonst verkacken wir wieder. Ich kann ja doch verkacken, ich bin auch keine Halle hier gerade. Doch, du bist der Meister! Schau mal, ich hab keine Klobürste in der Hand, ja. Ja, was auf der Mama hat, los. Ja. Hier, die musste auch schon leiden, die Flasche. Ja, meine gute Mangosaft, aber schon eine neue, aber diesmal Nektar. Mango Nektar. So. Liegen die auch schon lange genug im Gefrierschrank? Ja, schon seit einer Woche oder so. Ist drin, ne? Ja, ja, das ist drin. Ist auf Block. Ja, okay, gut. Oh. Du Scheiße. Was ist das denn? Wenn er jetzt nicht reingeht, ne? Das schafft doch nur der Harry so. Zweimal, das müsst ihr erstmal nachmachen. Der war echt gut. Ey. Ups, was war das denn? Ich hab gedacht, das ist ja nichts mehr drin. Das ist auf jeden Fall drin. Was ist das denn? Next Lagerchen. Ja. Oh. Schön Eis machen, die Scheiße hier. Ja. Zum tausendsten Mal. Wir machen das irgendwie wöchentlich jetzt, ne? Habe ich das Gefühl. Wir machen die ganze Tag nichts mehr anderes. Aber wenn du das so 10 Minuten warm machst, hast du echt mehrere Chance. Ja. Wenn einer von euch in Luxemburg fährt, ich brauch hier so Steaks. Da sind die Wille ja. Da kommt mir so eine Tracker unter euch. Ey, ohne Witz, nachher kriegst du wieder die Dinger billiger, Alter. Ja, das wäre geil. Wenn ich raus in ein paar Kunden von einem Tag und wenn ich gleich läuft, auch noch kalt. Und manchmal trinkt man noch ein Glühweinchen dabei. Vorgestern hat meine Frau, Glühwein selber gemacht, der hat ganz schön gequollen. Ja, da war ich ja, noch mitgegessen. Ja, stimmt. Da, wo ich hungern musste. Du frisst immer mit, du Wichse. Ja, aber wir müssen mal ordentlich sagen, also der Louis hat mir gestanden, dass seine Mutter nicht kocht. Nein, das stimmt nicht. Aber du kannst ihn kochen. Nein, das stimmt nicht. Der lädt mich einfach immer nur zum Essen ein und fragt mich, willst du mit essen? Und dann sage ich natürlich nicht nein. Ja, aber der isst doch manchmal dreimal zu Abend. Ja. Letztens bin ich, wie war das? Ich habe schon gegessen, dann bin ich zu dir gekommen, habe gegessen. Genau. Dann hat mich Jakob angerufen, genau. Ja, ein Paket für dich ist da. Bin zu ihm gefahren, habe noch einen Döner Dürüm gegessen. Und dann war ich aber wirklich richtig voll, ey. Da bin ich fast geplatzt. Ja,
das ist aber mir, ja. Du kannst es ja vertragen. Ja, ja. Und deine EST-Gegner freuen sich, wenn du mehr riechst. Ich verblaus sie alle. Ist ja. Chris lacht ja seinen Schmitze. Lass mich da noch löten. Ich weiß, ich hatte früher mal gemalt, dann hatte ich noch normale Zigarette hier hoch, dann habe ich eine Zigarette angemalt. Heiß gemacht, wenn die zu Ende war, habe ich schon eine Lager reingemacht. Das war immer so meine Zeit. Ohne Scheiß, immer so. Da müssen wir auch sagen, den Block, den haben wir jetzt nur gewaschen, weil der ging eigentlich noch. Und der ist für die Straße, der sieht sowieso nach ein paar Wochen wieder ganz anders aus, wenn was undicht ist oder so. Aber er hat ja auch schon schweres Tuning hier mit den Carbon-Plättchen da. Ja, ja, da kommt auch gleich der E-Stadt wieder drauf. Wenn er einen haben will, 270 Euro. Ja, ist auch teuer, Carbon, Kohlefaser. Es macht echt Spaß hier. Ich mache irgendwie nichts mehr anderes. Wir machen demnächst die Zweirad-Werkstatt. Wir machen mal Harry Brigala Performance oder so. Ja, BH Performance. Ja, BH. Double D. Sollen wir mal versuchen, meinst du, reicht? Ja, ja. Was sagst du so meinem jugendlichen Leichtsinn? Also wenn das nicht klappt, ist das der Louis schuld, der hat gesagt, mach. Ich finde das immer geil, viele machen das mit den Fingern, ich kann das nicht mit den Fingern. Ja. Wunderbar! Nochmal umdrehen? Nein, 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 lass. Warum? Kann das doch. Alles Kaps. Alles Driss. Was kriegst du denn jetzt eigentlich für eine Welle da rein in den Locus? Die aus der Jock, die 12mm Welle. Ach, von der Hüppe. Von der Hüppe. Lotusblume hab ich dich genannt. Als in Japan die... Nee, warte, wie war das? Als im Japan die Sonne unter Yang. Nee, verschwand. Oh, aber ich mich doch am Arsch. Weißt du, ob das der Plusanschluss nach oben bei denen ist oder nach unten? Ist das so oder ist das so? So, ne? Nee, kann ja nicht. Guck mal. Passt nur in eine Richtung. Ach, die scheiß Mutter vor sie. Ja, Mutter vor sie, gut. Vor allem die Vergaser. Ja, das sind meine Lieblingsfeuer. Ja, bin ich auf Kriegsfuß mit. Ich meine, wenn du sie einstellt, kriegst du es Idiot. Und wenn du das Pech habt, musst du eine neue kaufen. Ist hier nicht auch eine Mutter vor das Feuer so drauf? Nee, Delotto 21. Da ist da ein Dello drauf? Ja. Ja, siehst du, deswegen war auch die Kerze so schön. Müssen wir auch noch dran denken, ne? Bisschen dicker bedüsen, weil die Abstimmung von dem Ding habt ihr ja in dem letzten Video von dem Ding hier gesehen, die war ja gut. Und muss wieder mal so, weiß ich nicht, 6, 7, 10 Nummern mal höher gehen. Ja, so viel? Ja. Du hattest ja vorher den Stage 6 Pro Pod auch da drauf, ne? Ja, jetzt ist ja so näher. Ja, aber ich, der ist leistungstechnisch, tun die sich nicht ganz so viel, außer dass der 10-mal geiler aussieht, da die Tröte. Ja. Aber, ja, wie gesagt, erstmal 10 und dann gucken, wie er reagiert. Lieber zu fett als zu mager, ne? Ja. Soll ich auch mal bemessen. Lieber zu fett. So. Das machst du aber eigentlich immer meist, du Film, ne? Ja, ja. Du musst auch mal arbeiten. Abige. So. Ich habe leider was vergessen, und zwar war auf der Welle noch ein Lager drauf. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wir haben die trotzdem reingemacht. Und dann müssen wir halt mit dem Abziehwerkzeug, was bei Harry ist und was ich mir jetzt auch bestellt habe aus Frust. Der war traurig. Müssen wir das halt abziehen, ist halt so. Aber wir haben noch eh genug zu tun, also wir können jetzt hier noch das festmachen, die ganze Vario rein, E-Starter Scheiße fertig machen, den Auspuff entdrosseln, das kennt ihr vielleicht auch noch nicht. Und Ich würde sagen, wir machen jetzt den Auspuff, weil das kennen vielleicht viele noch ja nicht so genau. Ja. Gerade wie beim Yasuni R, weil hier gibt es eine Besonderheit. Ja. Ja, machen wir jetzt mal. Ja. Aber, kannst du mal die EXC zeigen, ist fertig. Ja. Die Elektrik zumindest. Da haben der Luis und ich an der Elektrik gemacht, hier an dem Mofa. Ne? Das ist die drosselt wie viel Fett? 27, ne? Was? 27 ist hier drosselt. Die fetten 27 km/h. Ja, ja, 25. Ah, aber das ist eine Mofa. Weil man sieht auch hier, schön, in dem Auspuff, da ist nämlich die Drossel drin, da. Ja, halt hier ein bisschen konstruktionsbedingt. Aber da habe ich ihm auch schon gesagt, bei den Blinkern muss man das vielleicht noch einfallen lassen, weil bei den Blinkern ist der Bremslicht und ein Fahrlicht mit drin. Wenn man jetzt hier ein Kennzeichen drauf macht, wird das wahrscheinlich verdeckt sein. Das muss man. Alter, die F***er! Muss man das wahrscheinlich ein bisschen verlängern hier, ein Distanzstück zwischen oder so. Ja. Aber ist schon gut. Machst du da eigentlich einen neuen Plastiksatz drauf? Ja, und die Korb muss auch noch drauf. Ja, ich würde sagen, was soll denn da drauf? Ja, Klobürsten-Design. Lila, weiß nicht.
Weiß-Lila, ja sag ich doch. Domestos, hat auch einer in die Kommentare geschrieben. Der kam damit gerade an, der Junge, sagt, das Lager ist noch drauf. Ich sag, oh, Naja, passiert. Ist aber nicht schlimm, wir machen das, die Welle einfach mit Eisspray und das kann man ja wieder warm machen. Das ist ja kein Thema. Sind ja Profis. Das ist der ESD-Endschalldämpfer für die Jute Sony Auspuff. Richtig. Aua! Krass, ne? Ja, das ist leise. Ganz wichtig ist, immer kräftig da reinschreien. Jetzt kannst du es noch machen, ist willst, neu, ne? Willst du einen Harry-Tipp haben? Wie packst du Dämmwolle an? Mit Handschuhen. Ah, hat einen auch gepasst. Ich habe eigentlich, du hast mir jetzt erzählt, du reibst halt immer eine Eier. Nein, das ist doch so. Leckere Solvita. Was steht denn schon drüber? Was ist das? Selection? Mango, ne? Lecker. Da sind sogar 30% Fruchtgehalt drin, der Rest ist Zucker. Ne? Das muss man euch auch sagen, ne? Der hat eine E-Nummer, der Auspuff. Wenn man ihn gedrosselt fährt. Wenn man die Drosseln da drinnen lässt. Aber die fallen einfach immer raus. Ich verstehe das auch nicht. Und außerdem, Drossel sind Vögel, die hören auf der Straße, auf der Autos, auf der Windschutzscheibe, aber nicht in der Auspuff. So. Aber das ist echt schön, ne? Ja, ja, also das ist schon ein super Auspuff. Klar, man könnte auf jeden Fall ein bisschen was Besseres fahren für den... Für einen Street Race? Ja, zum Beispiel ein Yasuni C10 oder so, der ist ein bisschen besser, aber macht nicht viel Unterschied. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja alle meine Fahrer. Auf meiner SR habe ich DR70 und den Stage 6 aber Auspuff da, den Pro Replica. Genau 10 PS hat die gedrückt, damals auf dem Prüfstand. Achso, das kommt vorne raus? Ja, genau. Das sind so Ringe hier. Gucken, ob du den mit dem Schlitz ein bisschen oder mit dem Fingerchen ein bisschen rauskriegst. Da ist nämlich so ein O-Ring drin. Dichtung. Ja. Wichtig ist das Einatmen, weil das juckt gar nicht. Also hier wirklich, zieht einen Handschuh an, weil das juckt in den Finger. Ja. Das ist so, was ist das, Glas? Das ist Glas, doch, Glasfaser, also Glasdämmwolle. Ich weiß nicht, kennst du das auch noch? Die Stromkästen. Kennst du das auch noch mit den Stromkästen? Wenn du da drüber gegangen bist, war das genauso. Das hat dann auch so gejuckt. Da waren nämlich auch irgendwie, die waren auch aus Glasfaser irgendwie und das hat auch gejuckt. Echt schön, das auch. So, dann haben wir hier nämlich die Drossel, ne? Genau, das ist die Besonderheit bei dem. Bei dem meistens nur im Krümmer eine Drossel drin. Aber ist beim Pro Replica MK2 auch. Ja, weißt du. So, hier siehst du, ja, weil ja. Der auch von der Sony gehört. Richtig! Ja, ich weiß. Aber hier, da drin ist die Drossel, das ist einfach eine Verjüngung, ne? Ja, genau. Den Schweißpunkt und den Schweißpunkt einfach mit dem Dremel. Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht. Okay. Beim Ehrenbruder Nils, glaube ich, war das. Nibils. Oh, das ist schon. Guckt euch mal an, wie lang das Ding ist. Es geht von hier bis da oben. Das sind schon ein paar Zentimeter. Ein paar PS meinst du? Ja, das ist viel. Vor allen Dingen ist der auf der Unterseite, das zeigen wir aber auch gleich, ist der zu komplett. Das heißt, der atmet nur durch den kleinen Lörrister und dann hier an den Seiten wieder raus. Da sagt der Zylinder noch, aua, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, nee. Genurft. Das ist echt so. Machst du dir die kleine Flex-Scheibe drauf? Ich bin ja radikaler Schmiff, wenn man eine große Flex rein und da auch rein. Aber der Herr Brigaller, der hat ja nur das professionelle Werkzeug. Also da muss ich sagen, der hat wirklich eine Jute. Ich habe den vom Parkside mit Akku, den kannst du nur für die Fußnägel nehmen. Das ist echt so, der kann nichts anderes. Und Parkside, ja. Parkside. Parkside. Wir würden uns über ein Sponsoring vom Parkside sehr freuen. Ja, weiß ich nicht. Doch, doch. So, er macht das auch sehr vorbildlich. Eine Schutzbrille, ist die echt? Ja. Ja, die ist echt. Weißt du, was vorbildlich ist? Was? An drehenden Teilen Handschuhe aus. Ja, und hier. Ja, das auch. Kauft man sich einen neuen Auspuff, muss man erstmal flexen. Ne? Ja, dann musst du erstmal die Scheiße auseinandernehmen. So eine Dress. Ja, also ein Hammerschlag, dann war's ab. Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, das habt ihr gerade nicht gesehen. Doch, doch. Nee, ich glaube nicht. So, das hier kommt in den Mülltonnen. So, und dann wieder zusammenbauen. Und danach kommt die ganze Mülltonne in die Mülltonne, ne? Ja. Wenn die voll ist. Da schmieße man die ganze Mülltonne da rein. Ja. Da hier wird auch eine interessante Geschichte für. Wir hatten mal meinem Kumpel eine SR gehabt, auch mit Mineralienmotor. Da war der ZX zu laut, ne? Und wir hatten ja nichts als Kinder. Weißt du, was wir hier nochmal hin? Karton. Ne, eine Socke. Wir haben Socken da drum gewickelt. Das hat die Stunden wie eine Sau. Aber es war leiser für eine halbe Stunde. Wenn ein Kollege das Video sieht, der weiß das. Ne, Junge. Einmal Socke rein, ich stoppe in das Ding. Guckt ihr die Videos? Ja, alle. Bester Mann. Ja. Wie heißt der?
Dennis. Ehrenbruder Dennis. Genau. Grüße geht raus. Der weiß Bescheid. Mit dem haben wir ganz viele lustige Sachen gemacht. Ne, aber schön, ne? Ich bin auch sehr überrascht, dass wir bald Weihnachten haben. Ich hoffe, ihr wünscht euch alle zu Weihnachten einen schönen Auspuff, einen Zylinder oder eine Fiasa. Weil alles andere ist Spemmel. Alles andere ist Spemmel. Oh, guck mal hier, wie das Stück. Boah, sieht da richtig erotisch aus hier. Das ist ein Werbevideo. Boah, das willst du echt nicht abschneiden, die Scheiße. War heute wieder Warteschäbchen-Tag mit der Mama? Ja. Sehr gut. Nee, gestern. Gestern, mal, ne, hängt heute nichts raus. Gestern hing da was raus. Echt? Ja. Was denn? Eine Igel. So, Enschalämpfer ist fertig. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Tüte. Und da, was verbirgt sich da? Der Wachtmeister. Der Flansch. Boah, da könnte nachher eine Felle dran. Was ist das? Das ist eine Auspuffdichtung für vorne oder was? Ja, das ist immer alles. Teflon. Teflon, das ist Pappmaché. Echt? Ich weiß es schon nicht. Nein, das ist Teflon. Teflon. Klar, Junge. Nein, Teflon hat die Mutter in der Panne, aber doch nicht da. Teflon-Dichtung, kennst du das nicht? Doch, kenn ich. Gibt beim Rewe an der Kasse. Aber vielleicht, ich glaube, ich muss mir auch so eine Ausbaut holen für die Aerox. Eine schöne. Was willst du holen? Ja, so eine Stage 6 da. Weil eben den blauen Endschalen von der Schein eine blaue Rahmen. Oh ja, das ist wunderbar. Meinst du, das wäre eine gute Idee? Ja, eigentlich schon, oder? Übrigens, die läuft, ne? Ja. Hab ich schon. Stimmt, die läuft. Habt ihr noch gar nicht mitbekommen. Nee. Da ist, habe ich eine Ansaugstütze, eine andere Doppelmalt und eine Verjaser. Das wird doch jetzt kein High-End-Ding oder was, das soll einfach nur laufen. Ja. Weil ich will dir in Ruhe, wenn du da jetzt 20 PS reinmachst, dann kannst du dir in Ruhe einen Helm verscheißen. Ja. Das geht nicht, ne? Also das hat mehr wie 10 PS da. Ja. Nicht haben. Dann ziehst du Fliehe, wenn du da rankackst. Ich muss eigentlich echt mal eine Challenge während der Fahrt da reinscheißen. Kein Problem. Ja, mach. Aber dann nehme ich kein gecuttete Dämpfer von einem Fischer direkt raus. Freuen wir uns doch. Das ist nur ein Schweißpunkt, ne? Und zwei. Geht das schneller, ey? Oh ja. Ab 11.000 Umdrehungen bin ich glücklich. Ich wüsste ja, die kann die draußen noch einfach in eine Packung legen, ey. Macht das sowieso kein Schwein da rein. Boah, erzählt mir bitte einer, der sich so einen Auspuff kauft und dann diese Scheiße da drinnen lässt. Das ist doch scheiße. Und? Ah, oh, scheiße. Na, viel Hand. Gib mir meine Hammer, bitte. Halt das mal so ein bisschen fest. Alter. Muss man sagen, so in die Top-Qualität, selbst bei dem scheiß Ding hier, ist das fest wie eine Sau. Aber die Aufsätze von dem Dremel sind doch irgendwie scheiße, ne? Das ist schon ganz locker. Kriegst du schon. Nimm dir doch die mal und versuch zu drehen. Nee, du kannst ja nur nicht drehen, weil die, guck mal, die Schweißpunkte, die sind ja noch da fest. Guck mal in das Loch rein. Ist weg. Wichser. Wir haben es jetzt nothing super einfach. Ja. Nein, das ist. Guck mal, wie klein. Digga, wie soll der dadurch atmen? Das ist ja Vergewaltigung fast schon. Ja, das ist übel und das Ganze mal zwei, ne? Ja. Ja. So, ist ja auch nur für die Rennstrecke gedacht, das Ding, ne? Ja. Pass auf, Minerelli, ich sag euch das, da. Ja. Und zwar ist das am sinnvollsten, wenn du den erst am Motor festschraubst. Ja. So, wie der ist, lässt den Engine-Dämpfer noch ab. Weil hier kommen nämlich dann diese, ne, mit dem Jummi. Weil das macht jetzt einfach gar keinen Sinn, das zusammenzuschrauben, weil da kommt nämlich wieder auseinanderschrauben. Also müsst ihr euch das vorstellen, so, ne? Und dann so. Ja, dann, also machen wir es später. Genau, weil das ist jetzt. Das. Guck mal, weil du kommst hier nachher nicht mehr dran. Siehst du das? Ja, ja. Das ist scheiße. Ja. Ne? So was ist ganz wichtig, Leute. Spannungsfreie Montage beim Auspuff. Ich habe schon Blockbrüche deswegen gehabt. Ja. Ne? Ja, aber ich finde den ziemlich sexy. Ja, ja, der sieht auf jeden Fall schön aus. Mhm. Tutorial mit Harry. Tutorial mit Harry. Fertig. Tschüss. Nee. So, und zwar, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein ganzer Motor. Das ist ein Schnittmodell. Ja, ein Schnittmodell. Das ist ein Schnittmodell.
Ja, guck mal. Schöne Simmering. Das ist schon mit der schwarzen Pulver rangeschaut. So. Dann hattest du eben die Hülse mit den Scheibchens. Den Pipi-Man. So, und dann muss ich eventuell nochmal, oder müssen wir kurz nochmal in den Keller und das da holen. Dann müssen wir das aber jetzt gleich. So ein Lager habe ich auch noch unten. In dreckig. Ja, das Geile ist, das ist komplett. So ein bisschen Fett rein. Ja, ne? Wer gut schmiert, der gut fiert, ne? Einmal reinquetschen. Was ist denn das für ein Lager? Fettthema, das ist richtig zäh. Das ist doch gut. Kommt da nicht noch was anderes? Warte mal. Doch, die scheiß Hülse, da, wo ist sie denn? Genau. Hülse drauf. So, das ist auch die Funktion des Anlassers Freilaufs, ne? Wenn der hier dreht, dann nimmt er den ja mit in die Richtung, ne? Und wenn der Motor andreht, hat er eine schnellere Geschwindigkeit wie der Anlasser und dann dreht sich das hintere Ritzel nämlich mit. Das sieht man auch, wenn man jetzt so dreht, dann nimmt er den hinten mit. Ja. Ne? So, wir haben was Schönes gefunden. Das ist nämlich das Richtige. Mare macht die Garage zu. So, machen wir eine Unterlegscheibe hier rein. Dann den Kollegen drauf mit der groben, Verzahnung nach unten. Dann hier einrasten. Ne? So. Dann kommt der Pimmel hier oben drauf. Zwei Schrauben rein. Fertig. Und da hinten am E-Schalter, das ist richtig, ne? Das ist korrekt. Naja, sollte richtig sein. Das ist richtig. Da muss man Dinge sowieso abstimmen. Also zwei Gewichte fehlen. Ich habe neue. Die werden wahrscheinlich eh wieder falsch sein, aber... Wie viel Gramm hast du denn da, Jod? Ja, die da drin waren. Wie viel Gramm ist das denn? 2,9, glaube ich. Was? Nee, 4 Gramm. Ja, dann... So. 2,9, Alter. Was fährst du denn eigentlich in der High-End-Trux? Da ist ja Overrange-Kit drin, 3 Gramm oder so. Ja gut, 3 Gramm sind 3 Gramm. Ja, aber ein Overrange ist was anderes wieder. Ja, die Hülse. Das ist auch alles saftig, maftig neu. Ja. Ja, man muss hat sich eh noch einspielen, der Driss. Ja. So, dann brauche ich die Kupplung. Ja, die müssen wir noch montieren. Ne? Müssen wir den Haar wieder rein. Wer hupt denn da rum? Schwul, nichts von dir. So, dreht sich. Ja. Hast du eine andere Glocke oder so? Ja, ja, die RT-Glocke. Was lachst du? Weil die läuft. So. Das ist schön. Brauchen wir noch so eine Mobitte? Hast du mit da hinstellen? Nein, gibt's nicht auf Lager. Hast du doch schon mal Probleme mit, ja. Wenn nächstes Mal, wenn ihr auf Lager ist, bestelle ich 10 Mal. Kostet nur 60 Cent. Ja, es ist auch immer alles fein gewinde, ne? Ja, es ist... Du kannst nicht mal jemand anderes nehmen, das ist scheiße. Ja. Jetzt wollte ich erstmal gucken, das ist ein bisschen jetzt ausdistanzieren nach... Hast du schon mal einen halben Block der Mario-Matic montiert? Nee, ist auch erstes Mal. Das ist wirklich mein erstes Mal, ich nie gemacht, so eine Scheiße. So, gut, dann holen wir hier. Ganz wichtig, gucken, ob ihr danach noch Spiel habt. Habt ihr nicht, sonst macht euch die Welle wieder kaputt. Ja, hier, das darf kein Spiel haben, nee. Dieser Teller. Der muss fest sein. Die Riemenscheibe darf kein Spürkes haben, sonst aua. So. So, mit dem Ding muss man aufpassen, das wird Zunge. Ja, das stimmt. Ach ja, der mit der Dichtung, ne? Ja, der bleibt drauf. Ja, das ist ja. Wunderbar. Das ist wunderbar. Wunderbar. Guck mal, ob der Kickstarter packt. Ja. Fertig. Nein. Oh. Jetzt aber. Ja, perfekt. Guck. Fertig. Da dreht sich auch die kleine Kacke. Da dreht sich. Aber das ist ein Schnittmodell. Das stellen wir dann demnächst aus, das Ding. Ja, okay, alles klar. Dann müssen wir schauen, entweder werden wir das fertig machen ohne euch und dann einfach direkt zur Probefahrt gelangen oder wir machen es noch mit euch, werden wir sehen, ne, im nächsten Video. Ja, also, wir sehen uns dann im Part Nummer 3, ne? Boah, ist das schon 3? Ja, tschö. Namaste. Oh, schön. Schön. Ach, das ist es.